Und halb was sehr groß ich. Keine Hi. Ahnung, irgendeine Schlange oder so. Ja, da brauchen wir aber auch einen Bogen für die Rätsel. Ja, gut, das ist ja kein Problem. Und Butter, danke für die Besserungswünsche. Jetzt habe ich es, mein Gott, nochmal. Bin lost. Man hört es jetzt aber auch so langsam bei dir mit dem. Ja, ich weiß nicht, kontinuierlich. Also heute Morgen habe ich gedacht, so, okay, Tag der Besserung. So bis Mittag, dann habe ich gegessen, so eine Kleinigkeit, irgendwie drei Brötchen und dann seitdem so, ist kontinuierlich nach unten. Ich habe euch jedes Mal die Arschkarte, wenn du Urlaub hast, gell? Ich glaube, du solltest einfach keinen Urlaub mehr nehmen. Ey, hör mir auf, ich habe Ende Oktober Urlaub, ich habe jetzt schon Angst. Warum? Vom krank Ja, werden. dass mich das auch noch trifft. Der trifft jeden meistens im Urlaub, weil wenn der Ja. Körper mal zur Ruhe kommt oder so, dann ist nun mal so. Ja, ich habe Anfang Oktober, ich will auch nicht krank werden. Ja, logische Schlussfolgerung, einfach keinen Urlaub machen. Freut den Ja. Chef. Freut den Chef nicht. Ich habe Zwangsurlaub teilweise. Okay, ja, das dann, ne? Ja, du musst die Erholungstage einhalten, ansonsten kriegt der Chef einen auf den Sack. Ja, ich habe auch zu viele Überstunden. Ich glaube, ich habe 149 oder so. Du, ich hänge Minus rum, Wäsch. Ja gut, das wird sich gegen Ende des Jahres auch wieder ändern. Richtung Weihnachten ballern immer die Aufträge rein ohne Ende. Warum auch immer. Meine Schwester hat eine Tochter bekommen. Da wurde mein Wunsch nach einem Neffen zunichte gemacht. Ha, ha, Wortwitz. Ach, Chili. Überlegt die ganze Zeit, ob ich heute noch Bock auf McDonald's habe oder nicht. Aber ich glaube nicht. Burger King wäre besser jetzt. Oh ne, ich hasse Burger King. Ja, so einen richtigen Triple Whopper und so mit Bacon und Nee. Nee. schön groß, dass beim Reinbeißen das Gesicht so richtig reintunken. Boah, Ja, ich glaube, ich fahre nachher doch noch hin weg. Danke, Tancho. gerne. Diese Burger So sind kann ja man echt mich auch berühmt. loswerden, gell? Ja, sorry. Du hast angefangen mit so Essen, oder? Farmrunde jetzt noch? Ja, komm, scheiß drauf. Aber tatsächlich war echt. Ich habe mal kurz, dass du eine Schwester hast, aber okay. Immer das Wölfchen bei mir hier. Ah, ne, da. Gut. Komm her. Mann, das ist ein Babywolf. Wo ist die Mama? Nicht die Mama, nicht die Mama. Beste Sendung überhaupt. Ich habe das wohl immer geguckt, oder? Ja. Was? Ich habe das Wie Buch böse gesehen war und denn der gemeint, Bär? die Stats passen nicht und die Prägung ist nicht bei 100%, deshalb wollte ich es aus dem Fenster werfen. Alles sind durchgedreht, alter Chili.
Ich glaube, du bist ein bisschen bei Ark hängen geblieben, kann das sein? Was hast du gefragt? Wie böse die Bären sind, aber ich merk's gerade. Ja, die sind sehr böse, vor allem die Schwarzen. Ich muss ein bisschen Fleisch ran schaffen für den Dungeon. Okay, mein Bär macht den Blatt, das ist eins, was sicher ist hier. Tja, Barney, was soll ich da jetzt sagen? Ich glaube, nachdem ich das Stream und alles ausgemacht habe, hat es jetzt endlich alles so genommen, wie es sein sollte. Ein paar Löcher. Hat Pasche mir eigentlich mal geantwortet? Ja, ich bin... Barney. Ecken. Nee, wir hatten gestern wieder ein paar Mods drauf. Dann ging das Problem wieder los. Dann hatte ich die ganze Zeit Fatal Error und so eine Kacke. Dann ging gar nichts mehr. Bei ein paar geht's, bei ein paar nicht. Jetzt habe ich wieder alle Mods runtergeknallt und jetzt geht's wieder. Ich habe keine Ahnung, aber das Problem haben ziemlich viele momentan. Deswegen warten wir jetzt einfach mal ab.
Was soll ich ein- und wieder ausstecken, Schatzkeks? Ja, G-Portal. Bin gleich wieder da. Ja, habe ich schon, Barney. Hat nichts gebracht. Hat absolut nichts gebracht. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich habe keinen Bock mehr, mich damit rumzuärgern, jede Mod einzeln hochzufahren, was ja ewig dauert, gefühlt halt ewig, zu gucken, weil das haben wir erst gemacht. Ein paar Mods gingen dann, dann haben wir die zwei, wo wir uns sicher waren, dass die Probleme mache, weglassen. Jetzt mache die andere oder Probleme und ich weiß nicht welche und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Deswegen habe ich gesagt, wir lassen es jetzt einfach mal so für ein paar Tage. Bringt jetzt keinen um, wenn die paar Mods waren ja eh nicht so viele, die halt jetzt mal eine Weile fehlen. Und ich versuche es dann die Tag. Okay, Tancho, läuft bei dir? Ich versuch's dann die Tage einfach so nochmal, ob die Mods laufen. Was läuft bei mir? Warum liegst du da tot, nackt und so? Was tust du? Ich hab doch gesagt, ich bin Schwefelfeld. Ach so. Du weißt aber, dass der Taum nicht mehr funktioniert? Ja. Okay. Aber trotzdem kann ich erfahren. Ja, aber dann muss ich. Oh, egal. Und dann reite ich da irgendwann hin. Ah, okay. Hi, Oki. Danke für den Raid. Und Hallöchen, Braido. Hi, Oki. Hallo, Neue. Ja, so schlimm ist doch nicht, oder? Also, die Kamera täuscht schon gut. Ich glaub, es geht schon wieder los. Dungeon tut mir schon ein bisschen leid, ne? Aber nur ein bisschen. Oh, hello. Ich hab dich nicht gehört. Was? Alles gut. Was hast du gesagt? Ich brauch dir nicht leid tun. Warum? Dich erwische es auch irgendwann. Ja. Und dann erwarte ich volles Mitleid. Abgelehnt. Aus dem einfachen Grund, weil du genauso eine Frau bist, die sich über die Männergrippe lustig macht. Die Frauen haben kein Mitleid verdient. Ist ja dieses Mimimi. Das ist immer nur ein bisschen Schnupfen und dann sind alle immer kurz vorm Sterben. Siehste?
Siehst du, das macht das nicht besser. Ja, wenn es dir richtig schlecht gehen würde, du hast voll Fieber, hättest dich kaum bewegen könntest, kaum reden könntest, weil es dir so schlecht geht, dann okay. Ja. Ja, weil nee. Dann hast du wirklich was. Ja, gut. Real Talk hatte ich Ende Januar, hat auch nichts gebracht, ja. Frau ist dann einfach mal zum Kindergeburtstag gegangen, hat mich auch irgendwie liegen lassen. Also, nee. Ja gut, da kannte ich dich ja auch noch nicht. Tja, konnte ich dir leider mein Mitleid nicht aussprechen. Immer um eine Ausrede. Etwas weitergebracht. Bist du weitergekommen in Dinkum? Okay, mich hat's so ein bisschen erwischt. Aha. Hi, Paschi. Ja, der hat